Vielen Dank und auch nochmal danke an die Band, die vor uns gespielt haben, Taunus Big Band und Loki und viel Spaß. Es war ein gutes Versteck, seit tausend Jahren. Jetzt haben sie uns entdeckt. Es war ein gutes Geschäft, alle in ihren Mühen. Warum nehmen sie uns das weg? Mach mich mobil, nimm deine Hände zu verstehen, geh doch nicht weg, bleib noch ein bisschen hier. Was haben wir zu verlieren? Mach mich mobil, nimm deine Hände. Für das Bienenfeld. Wir gehen heute Nacht da rein. Dort können wir tanzen, 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 tanzen. Es war kein gutes Versteck. So viel ist klar. Dorthin zurück, ganz entfernt von hier. Tod der Beat, ein Schritt ist Beat, ein Beat ist Fortschritt. Du gehst heute Nacht nicht heim. 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 Du gehst heute Nacht nicht Danke. Ja. Ja, vielen Dank. Unser Name ist Quid. Wir sind sehr froh, hier zu sein. Und der Name des nächsten Lied ist Koordinaten des Tortenhebers. Eins, zwei, drei.
keine Ziele. Ich brauch keine Zähne mehr. Ich bin hier. Vielen, vielen Dank. Lied, Scheide, Ejakulat. Lied, Rosette, Ejakulat. Lied, Finger, Ejakulat. Werte Damen, werte Herren, für den Sitzplan. Ihr Büro ist modern und riecht auch so. Für das Studieren meiner Akte tausend Dank.
dafür, dass sie auch die Fahrtkosten tragen. Für das Vertrösten der anderen, die noch in der Schlange stehen. Welch Ausblick, welch Ausblick, doch ich geh es wiedersehen. Beine, Brüste, Haare, Essen, Pupsen, Schlaf, lineares Fernsehen, spielen, spielen, ich kann gut spazieren, ich kann gut mit Tieren, ich kann auch gemein, am liebsten allein. Ich kann was bezahlen, kann ihnen was malen. Zum Beispiel ein Menschen oder ein Tier und mein Hund kann toter Sauer spielen 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 und mein Hund kann toter von unserer Möbelstück-Trilogie. Es gibt nur ein Lied, das heißt Vertigo. Thank you.
Winter ist Druck auf Kurs. Was auch passiert, halte Kurs. Zu zweit! Zu zweit ist man besser allein. Zu zweit ist man besser allein. Zu zweit ist man besser allein. Zu zweit kann man raten. Vielen Dank, das war Quid. Schönen Abend noch und tschüss. Also, ich bin bereit. Kamera läuft. Hallöchen, hallo, ihr Menschen da draußen an den Bildschirmen und an den Lautsprechern. Willkommen zur siebten. Der Scheinwerfer. Deswegen, ja. Ich dachte schon die ganze Zeit, das ist so anders. Mir habe ich auch gefragt, warte, das Bild ist sehr dunkel. Dann. Okay, nochmal. Hallöchen, hallo, ihr lieben Menschen da draußen an den Bildschirmen und an den Lautsprechern. Willkommen bei der siebten Newcomer TV-Nacht hier in der Portstraße Jugend und Kultur. Es ist langsam dunkel geworden, ein wunderschöner Novemberabend. Ein bisschen melancholisch, aber hier an dem Fuße des Taunuses ist es kuschelig und warm. Und wir haben natürlich für euch die besten und die geilsten Bands der Region eingeladen und eine möchte ich euch jetzt vorstellen, die heute Abend spielen wird. Das ist die Nummer, die Band Quid aus Mainz. Sie machen so eine Art Post-Rock, aber genaueres werden wir jetzt gleich erfahren. Ich fand nur einen Satz ganz geil. Klebrige Ohrwürmer bis zum Nachtisch, wenn alle lieb waren. Seid ihr irgendwie, geht ihr sozusagen eine Kuschelbeziehung ein mit eurem Publikum? Ich glaube, der Post der Satz soll wahrscheinlich leider so ein bisschen das Gegenteil sagen, dass wir auf Kuscheln verzichten wollen und dass wir immer, das merken wir auch bei unseren Songs, dass wir immer so ein bisschen Sachen vermeiden, die eingängig oder sehr schnell einfach und eingängig sind. Es wird halt schnell ein bisschen fusselig und kompliziert und ich glaube, diese klebrigen Ohrwürmer am Ende spielen wir dann immer, hauen wir nochmal einen raus, um dann nochmal so das Publikum auch ein bisschen zu versöhnen. Aber ist es denn wirklich so, weil ich habe euren Info ja gelesen, also das heißt, erstmal habe ich nach Informationen überhaupt über Quid in den digitalen Medien gesucht und ihr gebt euch ja sehr wortkarg eigentlich. Also es gibt nicht viel
was man über euch lesen kann oder was geschrieben ist. Aber eins ist so ein bisschen durchgängig, so dieses sich abwenden von einer sogenannten Inziehen von Leuten, die eine bestimmte Musik lieben und die aber dann doch alle aus der Region weggehen nach Berlin oder nach Hamburg, weil es da irgendwie die Crowd gibt, die einfach Bands wie euch feiern. Ist es so? Also ich habe nie in Berlin gewohnt, so. Das weiß ich nicht, kann ich nicht bestätigen. Aber hier gibt es wenig, so. Ich würde sagen, weiß nicht, fühlt man sich ein bisschen alleine. Ja, Rhein-Main-Gebiet ist, glaube ich, also obwohl ich das auch nicht so richtig beurteilen kann, aber ich glaube, ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Also in Berlin geht ja alles. Anscheinend funktioniert also alles. Und in katholischen Gegenden würde man jetzt sagen, ihr lebt sozusagen in einer Art Diaspora, also das heißt, ihr seid isoliert von der Szene. Wir haben einfach Bock, uns einmal die Woche im Proberaum zu treffen und zu gucken, was dann dabei rauskommt. Und das ist so ein bisschen wie Urlaub immer halt. Und also so geht es mir zumindest. Und was mit Szene und so weiter abgeht, da haben wir einfach, also uns gibt es schon ewig, wir machen 10 Jahre schon Musik, hatten 4 Konzerte oder so, also wir machen alles im Schneckentempo, geht halt nicht anders, hat sich auch irgendwie so etabliert und ja, das ist unser... Aber das finde ich ja eigentlich total sympathisch. Ja. Das freut uns natürlich sehr. Ja, dieses Schneckentempo, also dieses, eigentlich, das ist ja ein sozusagen ein Gegensatz zu dem, was zurzeit einfach läuft, dass man das Gefühl hat, gestern war eigentlich gerade Silvester und jetzt ist schon wieder Dezember. Ja, stimmt. Ich meine, man erwischt sich natürlich selbst manchmal dabei, dass man denkt, naja, wann haben wir eigentlich unseren letzten Gig gehabt? Heute zum Beispiel haben wir unseren ersten Auftritt seit, wann war das, vor der Pandemie, aber den ersten auch zu dritt. 2018. Genau, und den ersten aber auch zu dritt. Wir waren immer zu viert und haben dann jetzt umgestellt. Das heißt, das Schneckentempo gab es auch deshalb, weil wir ganz viele Songs umschreiben mussten und gucken mussten, was können wir eigentlich zu dritt überhaupt machen. Wollen wir überhaupt zu dritt weitermachen? Suchen wir trotzdem noch einen anderen Gitarristen oder so? Und haben wir gedacht, das ist eigentlich eine ganz gute Abwechslung. Und es geht dann teilweise sogar schneller voran als vorher, weil man natürlich dann weniger... absprechen muss. Ich meine, ich hatte ja das Gefühl, als ich euch die Mail geschrieben habe, dass wir euch gerne hätten, dass ihr total überrascht wart, dass überhaupt irgendjemand aus diesem eigenartigen Veranstaltungsuniversum irgendwie zu euch findet. War das so? Wart ihr überrascht? Also Schiebern macht das ein bisschen so das Booking und so, ja. Und, ja, und ich verschicke einfach. Aber meistens ist es so, man schickt so also viele Anfragen und kommt nicht so wenig Rückmeldung. Also ja, meistens ist es was gesucht, was ein bisschen Publikum in Kneipen bewegt. Das sind wir auch nicht so ganz, ich denke, ja, und es ist schwer, einfach was zu was. Aber ich verstehe es nicht, weil ich habe euch gerade vorhin, weil ich wollte es mir ja angucken, weil ich habe gedacht, also dieser Infotext und so, das alles ist irgendwie so, ja, also so eine Art von Intellektualität, sich zurückziehen in irgendwie sowas. Also so wirkt es so ein bisschen. Und dann habe ich gedacht, ja, wie ist denn die Musik? Und ich fand es total toll. Also ihr seid für so eine, zum Beispiel so eine alternative Szene, die es ja immer noch gibt, in, was weiß ich, im Excess in Frankfurt oder in der Au und so, die würden euch lieben. Also warum spielt ihr da nicht? Vielleicht. Ich habe eben gerade auch vom Kollegen einen Tipp gekriegt, dass man irgendwie in die Elbe, in die neue Elbe oder neue Elfe oder da gibt es also im neuen Elber. Im neuen Elber, genau, ja. Da ja, oder in der Raumstation in Rödelheim, da sind lauter so Nerds wie ihr. Okay, also wir müssen da hin, auf jeden Fall. Ja, aber es ist so geil. Ich liebe es, wenn Bands, die da gar nicht so weit weg sind, das gerade erst entdecken, obwohl sie schon so... Ja, das ist ja das Tolle daran, ne? Dass wir so 12-Jährige auf einmal merkt, wir sind gar nicht so isoliert und man muss nur ein bisschen gucken. Aber ich glaube, wir waren auch jahrelang so ein bisschen faul, was einfach dieses ganze Social Media und das haben wir alles jahrelang gar nicht gemacht. Haben uns ein bisschen in den Proberaum zurückgezogen und dachte, ja, das ist ja auch okay so. Aber es ist halt, du hast ja auch mal gesagt, es ist manchmal kommt dann eben zurück, ja, wir haben einen Punk-Abend, da passt ihr nicht rein. Dann haben wir einen Alternative-Abend, da passt ihr aber auch nicht so ganz rein. Und dann dachte man, ja gut. Bullshit. Ehrlich Bullshit. Oder ich bin einfach ein schlechter Booker. Nein, aber also ich denke, du bist wahrscheinlich zu lieb. Nee, das ist, glaube ich, ja, nicht. Du bist schon sehr lieb. Ja. Das ist ein ganz lieber Bassist, den wir haben.
Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Das heißt, ihr seid auch jetzt nicht mit dem aktuellen Album oder sowas unterwegs. Ihr bringt, glaube ich, auf Soundcloud oder wo bringt ihr eure Sachen raus? Wir haben Bandcamp, ja. Bandcamp, und dann haben wir noch auf Backstage Pro, Spotify sind wir aber auch drauf. Und wir haben 3 Videos auf YouTube drauf, aber von den Songs spielen wir heute leider keinen. Ja. Also die Sachen, die wir aufgenommen haben, die sind alle schon aus der Zeit noch, als wir zu viert waren. Also das heißt, wir müssen da nochmal ganz neu mit neuen Songs, kommt da neues Material demnächst auch. Ja. Wie ist es denn? Also ihr trefft euch wöchentlich im Proberaum und macht begeistert miteinander Musik. Arbeitet ihr eher sessionmäßig, also dass praktisch jede Probe ist eigentlich gleich ein neues Album, oder wie arbeitet ihr? Also eigentlich ist das, da kommt das Schneckentempo, glaube ich, wieder zurück. Also früher haben wir es eigentlich fast immer so gemacht, wir haben jede Probe nehmen wir immer auf, also komplett. Und dann haben wir ganz viel improvisiert und spielen einfach so ein bisschen rum und dann schauen wir, was ergibt sich dabei. Und dann hören wir das uns zu Hause nochmal an und gucken, ja, also da kann man jetzt einen Song draus machen. Den Part, der passt super dazu, und dann ist das wie so ein bisschen so ein Gebastel immer gewesen. Und das ändert sich aber gerade dadurch, dass wir halt nur zu dritt sind, kriegt das eine andere Dynamik. Das heißt, wir fangen jetzt auch an, Songs richtig ein bisschen mehr zu schreiben auch, und die sind dann auch schneller fertig. Also, wer ist denn gegangen? Wir hatten zweimal zweite Gitarristen. Das ist sehr schade, dass sie nicht mehr dabei sind. Das hat leider aus persönlichen Gründen nicht mehr geklappt. War sehr schade, hat auch sehr viel Spaß gemacht, aber es ist dann leider, mussten sie leider aufhören jeweils. Also der zweite Gitarrist, den kann ich mal grüßen, Matthias aus Mainz, der hat leider kein einziges Konzert mit uns mitspielen können, weil er dann sehr schnell nicht mehr mitspielen konnte, und das ist sehr schade, aber er ist immer noch ein bisschen dabei, er mixt für uns Sachen und so. Also. Ich meine, das ist ja eh ein Problem in vielen Bands, wo zwei Gitarristen sind. Ich kenne viele Bands, wo die Gitarristen sich persönlich sympathisch finden, aber irgendwie musikalisch einfach nicht zueinander finden, weil jeder seinen eigenen Style hat und weil es ganz offensichtlich ist, dass zwei Gitarristen, die müssen irgendwie zusammenpassen, wenn sie in einer Band spielen. Bist du kompliziert als Gitarrist für jemanden, der mit dir zusammenspielt? Ich glaube, ja. kann ich so, das müssen natürlich immer die anderen so ein bisschen beurteilen. Ich glaube generell, also das stimmt natürlich, bei zwei Gitarren hast du immer die Frage, wer führt, ne? Ja. und wer macht die Songs, wen soll man hören? Und wenn beide verschiedene Songs, also wenn jeder sich so ein bisschen verwirklichen will und eigene Sachen, und sie passen dann am Ende nicht mehr zusammen, wird es immer kompliziert. Dann ist es immer viel diskutieren auch und viel gucken, ja, anpassen. Der eine passt sich mal an, dann passt sich beim anderen Song vielleicht der nächste an, wenn man sagt, ja, der hat den Song ja geschrieben, und dann hält der andere sich zurück. Alles kompliziert, aber ich glaube, ich bin vielleicht deswegen kompliziert, weil ich gar keine Lust habe, also wenig Lust habe, normale Griffe zu spielen. Also ich, und das macht es mir persönlich dann auch manchmal aber schwer, weil das immer, muss immer überlegen, was habe ich denn da jetzt eigentlich gemacht, weil ich kein ausgebildeter Musiker bin. Und dann muss ich mir die Griffe überlegen und dann am Ende, ja, irgendwas spiele ich dann. Wahrscheinlich gibt es da immer einen Namen für diesen Griff, aber ich kann den nicht. Aber ich meine, es passt ja, also beim Soundcheck habe ich ja gesehen, es passt ja wunderbar zusammen, weil Schiemann ja einen ganz verzerrten, dicken, fetten Bass spielt, und da hast du eigentlich so einen richtig schönen Teppich, wo du dich als Gitarrist eigentlich wunderbar austoben kannst, oder? Das muss man sagen. Es ist jetzt natürlich dadurch, dass wir nur noch zu dritt sind, ja. Merkt man das auch viel stärker. Das heißt, ich habe mehr Raum, er hat mehr Raum, und es ist für beide, glaube ich, einfach, wir haben mehr Luft, ne? Und man kann mehr ausprobieren. Neu. Das ist jetzt ganz neu, weil früher war dieses Wall of Sound von zwei Gitarren, da hatte ich Schwierigkeiten, da musste ich mich schon sehr reduzieren. Jetzt gibt es ein bisschen mehr Raum für mich auch. Aber wie gesagt, das ist schon der erste Auftritt für uns in diesem Setup. Ja. Und da sind wir auch gespannt, wie das ist. Das ist eine Premiere, und es wird gleich alles videotechnisch und audiotechnisch festgehalten. Wie ist es denn, ich meine, Corona, ich rede gerne mit Leuten, mit Musikern, mit Künstlern über diese Zeit, die ja alles an die Wand gefahren hat. Wobei bei euch war es ja wahrscheinlich es war schlimm wie bei allen anderen, aber dadurch, dass ihr nicht auf den Bühnen der Welt unterwegs wart, sondern sowieso im Proberaum wart, hat sich jetzt für euch wahrscheinlich nicht viel verändert in der Corona-Zeit, oder wie war das? Es hat sich ein bisschen was verändert, weil das genau, glaube ich, die Phase war, in der wir dann gewechselt haben und zu dritt dann geworden sind, und dann war natürlich das eine neue Zeit. Wir haben teilweise, glaube ich, auch ein paar Monate dann mal Pause gemacht oder so, ne? Weil man irgendwie gemerkt hat, man durfte ja auch nicht proben, ne?
Das kam teilweise auch noch dazu. Ne? Also, ganz offiziell auch noch, aber gut, da haben wir jetzt. Aber wir haben nicht geschafft, zum Beispiel einen Song, da trotz dieser ganzen Beschränkung, dass nur zwei Leute in einem Raum sein konnten. So, wir haben, glaube ich, uns zu zweit, dann wieder zu zweit zusammengepasst und eine Aufnahme gemacht. Entschuldigung, ich meine, das ist zum Beispiel etwas, was ich in der ganzen Corona-Zeit nicht verstanden habe. Wir sind Subkultur, wir sind Underground. Wer guckt dann bei uns in den Proberaum, wer da probt? Hallo? Das war so von Stadt, glaube ich, Mainz. Ja, Jugendzentrum Weisenau. Zu denen hatten wir immer einen guten Draht und so weiter und wir haben das natürlich auch konsequent ignoriert, was die uns vorgeschrieben haben und also schöne Grüße hier. Ja, danke. Oh Gott. Ja, nee, weil, aber hoffentlich nicht jetzt noch nachträglich. Ja, jetzt, aber wir waren auch froh, als wir gekommen sind und gesehen haben, da steht Jugend und Kultur. Also da kann man sich immer noch eine Hälfte aussuchen. Nee, weil ich denke mir immer, dass das doch der Raum ist, den wir uns doch in dieser verflixten Gesellschaft geschaffen haben, in der Subkultur. Also da haben wir unsere Ruhe und da kann keiner reinkommen und sagen, ey, ihr dürft jetzt aber nicht proben. Bei den meisten Bands war es ja sowieso, dass sie nicht mehr geprobt haben, wirklich auch die Angst, dass sie sich gegenseitig anstecken. Also nicht das Gebot, sondern eher, dass sie wirklich Schiss hatten. Also wir hatten es auch selbst, glaube ich, schon. Wir wollten auch, ohne Regeln. Wir waren einfach vorsichtig und haben einfach versucht, weil das war schon ein kleiner Raum und zu viert war es schon einfach zu viel. So, wie ist es, einige Bands haben dann angefangen online-mäßig sehr viel miteinander zu kommunizieren, ist online, also ist das für euch ein Thema? Ja, also wir machen das quasi unter der Woche, machen wir das ständig, also über E-Mails und Austausch, Aufnahmen sind immer so eine Person, zum Beispiel der Matthias, der letzte Gitarrist, der macht auch für uns Aufnahmen, Mix und so, dann er schlägt was vor, dann kommt die Rückmeldung von uns, Feedback und dann wieder was Neues, so es hilft sehr. Ich meine jetzt aber so richtige Videocalls, also dass man sich zusammen in einem Videoraum trifft und dann gemütlich, jeder trinkt seinen Glühwein und so und man ist dann irgendwie zusammen und vermisst es nicht mehr, die physische Einsamkeit. Nee, da haben wir eigentlich noch keine Erfahrung mitgemacht, muss man sagen. E-Mails. Und ja. Aber es gab eine tolle Erfahrung, weil es gab ein paar Leute, wo waren sie her? Aus irgendwelchen Bloggern und so, ne, die dann auf unsere Songs reagiert haben. Der Schiemann hat da Sachen vorgeschlagen, hingeschickt und auf einmal kamen da von irgendwelchen Bloggern und Leuten, die sich da anscheinend ein bisschen auskennen aus den USA und so, die haben dann unsere Songs eine kleine Rezension geschrieben und so. Das war natürlich auch was Cooles. Kennen wir so. Das ist so verrückt. Ich weiß ja nicht, wie ihr eure Musik findet, aber ich finde sie ja geil. Also ich finde sie ja hörenswert und interessant und ich glaube auch, dass es dann ein totales Publikum gibt und dass es nur diese eigenartige Entwicklung ist, dass ihr euch so in euch selbst zurückgezogen habt, dass ihr gar nicht mehr wisst, wie die Welt auf eure Musik reagieren würde. Kann gut sein. Sag mal was. Ja, also denke ich auch, aber das finden wir jetzt heraus. Also wir sind ja durchaus offen, aber man muss ganz behutsam mit uns umgehen. Das ist gar kein Problem. Also wir haben ein total offenes, warmherziges Publikum. Wie ist es? Also ich bin ja groß geworden in einer Zeit, da gab es eben diese Progressive Music, also auch sehr noisig, sehr verzerrt, sehr laut. Und das Publikum saß immer mit langen Haaren auf dem Boden und man hat immer so den Kopf geschüttelt und man saß, aber man tanzte nicht. Liebt ihr eher das tanzende Publikum oder liebt ihr eher das in sich träumende, versunkene Publikum? Stehende Publikum. Also stehend, ja. Stehen ist super. Ja. Stehen und so ein bisschen mit dem Kopf wackeln ist auch super. Tanzen, ich glaube, das passt so zu uns. Ne? Wir mögen das, glaube ich, nicht so ganz. Aber jeder ist herzlich willkommen, jederzeit zu unserer Musik zu tanzen. Also da würden wir, glaube ich, niemandem. Aber ich glaube, das ist nicht das primäre Ding. Ne? Ich freue mich, ich glaube, das ist interessant, zu unseren Liedern manchmal zu tanzen, weil ich frage mich, wie man das manchmal machen soll, aber. Kai, du bist der Schlagzeuger der Band und du singst, also du machst ein Liedchen. Also ich finde es ja immer total schwierig, am Schlagzeug zu singen, weil es ja eine komplett unterschiedliche, weil es eine komplett unterschiedliche Rhythmik ist. Also mit vier Händen zu spielen und dann der Kopf singt und war das schwierig oder bist du da irgendwie leicht reingekommen? Ja, ich habe Probleme auch auf jeden Fall damit, ja. Baue mir halt die Texte oft so, dass es geht. Also
Und das entwickelt sich jetzt aber auch gerade so ein bisschen, also dass ich dann vielleicht auch mal einen Ton länger halten kann, wenn ich auf dem Becken haue oder sowas, ne? Wenn du da so einen Akzent gibst und du singst also praktisch über dein eigenes Spiel und es ist eine Herausforderung auf jeden Fall. Also inhaltlich, also schreibst du auch die Texte oder schreibt ihr die zusammen und worum geht's inhaltlich? Arndt singt ja auch. Und er schreibt seine Texte, ich schreibe meine und letzte Zeit habe ich ein paar mehr geschrieben und genau. Worum geht's? Boah, also so das letzte Ding war irgendwie, so ein bisschen, wie man eigentlich noch ein bisschen Spaß haben kann, so wie das, also nicht, dass das überhaupt nötig, also dass man, also das, ich glaube, der Impuls momentan, Sachen zu verdrängen, ist halt, also wie jeher, recht groß. Und die Welt ist ultra komplex. Meiner Meinung nach wäre es cool, wenn man mehr in die Komplexität reinginge, als immer darüber hinwegzusehen. Aber super schwierig halt mit Alltag und der Spaß hört irgendwann auf und es wird immer ein bisschen schwieriger. Krise folgt auf Krise. Eigentlich hat ja in so Krisenzeiten hat ja die Comedy eigentlich Hochkonjunktur, weil die Leute sehr gerne lachen. Also das heißt, du könntest ja witzige Texte schreiben. Genau, aber das kann ich nicht. Die sind unfreiwillig komisch vielleicht, ja. Aber das kann der Arndt besser. Wie ist das bei dir? Wann entsteht der Text? Beim Duschen morgens oder auf dem Fahrrad, wenn du unterwegs bist oder kurz vorm Schlafen gehen? Da entstehen meistens so Stellen, die man noch ändern will. Ansonsten meistens beim Jammen oder beim Hören. Ne? Also wenn man die Sachen hört, die man gespielt hat und dann stellt man sich halt was vor und dann hat man ein bestimmtes Thema im Kopf und denkt, ach ja, das wäre jetzt ganz cool. Aber man kann, glaube ich, generell sagen, dass die Texte bei uns nicht so im Vordergrund stehen, dass man denkt, wir haben jetzt irgendeine Botschaft immer so zu vermitteln. Und es geht um ganz, ganz tiefe persönliche Gefühle. Ich glaube nicht, dass das ist immer ein bisschen abstrahiert. Und immer ein bisschen, also bei mir ist es immer auch ein bisschen mit einem großen Augenzwinkern dabei, ohne dass es halt lächerlich klingen soll. Ne? Also ich weiß nicht, ob du beim Song eben den Text gehört hast, den will ich jetzt nicht verraten. Wir haben einen Song zum Beispiel, der heißt Mein Hund kann toter Saurier spielen. Genau. Und da geht es um... Da geht es im Grunde genommen um eine Situation, wo sich jemand bewirbt, ja, also ganz alltagsnah eigentlich, aber er kann das eigentlich nicht, weil er im Kopf halt komplett andere Sachen drin hat und dann ist es gleichzeitig eine Parodie auf typisches Szeneverhalten und die Art und Weise, wie Wörter, also du hörst halt an jeder Ecke Fuck, Dick, Cock und sonst was und es regt keinen mehr auf. Wenn du dann aber diese biologischen, eiskalten Begriffe benutzt, die einem im Grunde genommen keiner benutzt, außer ein Lehrer vielleicht, dann läuft einem eigentlich der Schauer über den Rücken, weil man das in dem Zusammenhang nicht erwartet. Und das mag ich ganz gerne, so ambivalent. Das passt auch sehr gut zu eurer Musik eigentlich, oder? Diese Art von Text. Ich hoffe das sehr, ich hoffe das sehr. Ich hoffe das natürlich, dass wir niemanden verprellen oder so. Ne? Also wenn man oft denkt, ja, was singen die denn da? Ich verstehe das gar nicht. Aber es gibt ja so auch so Bands, die viel mit Text machen, der dann gar nichts bedeutet. Ne? Wie war das nochmal? Ich glaube, Mokobai oder so. Wir haben mal irgendwie eine Einkaufsliste vorgesungen oder so. Das fand ich auch. Das ist auch Kunst. Ist auch Kunst, auf jeden Fall. Ne? Und es ist auch nicht unwichtig. Also eben. Pläne für die Zukunft? Also arbeitet ihr gerade an einem neuen Album oder ist das haptische Album sowieso uninteressant für euch? Weil zu eurer Musik, finde ich, würde eigentlich Vinyl passen. Also total, also mit einem großen Cover, mit vielen Bildern und so. Aber sowas ist in eurer Planung gar nicht vorgesehen, oder? Das würde ich so gar nicht ausschließen. Ich glaube, das ist im Moment eher so diese Sachen, die man sich überlegt. Wollen wir jetzt ganz viel Geld in die Hand nehmen und ganz viel Energie in die Hand nehmen, um das umzusetzen, bevor zum Beispiel und die Songs komplett fertig sind? Das wäre jetzt der nächste Schritt, jetzt in dieser Dreier-Kombo die Songs
fertig und neue Songs. Dann haben wir jetzt das allernächste Vorhaben ist jetzt, glaube ich, 2-3 Songs wieder neu aufzunehmen, richtig gut zu mikrofonieren und die dann auch wieder ins Internet zu setzen. Neue Songs, und wenn die dann komplett sind und wir haben genug zusammen, dann ist das, also ich würde das nicht ausschließen. Ich glaube, das würde keiner von uns generell ausschließen. Es ist eher so die Sache, wie man es umsetzt und wie viel Geld man in die Hand nimmt. Wenn dieser furchtbare Winter vorbei ist, der jetzt gerade erst anfängt, Pläne fürs nächste Jahr? Also wir sind gerade, so wie vorher gesagt, wir sind jetzt im Moment, wo wir schon noch diesen neuen Sound zu dritt suchen. Und ich denke, wir, ja, vielleicht was, so wie Arndt meinte, vielleicht irgendwas schön, versuchen, was ein bisschen schöner aufzunehmen. Wie so, Ja, aber was ich ja geil finde, jetzt auch in diesem Gespräch, kommt es ja so ein bisschen drüber, es wird genauso mit der gleichen Geschwindigkeit weitergehen, wie es bislang gegangen ist, oder? Also die Geschwindigkeit von euch wird sich nicht verändern. Das geht gar nicht, nee. Das habe ich mal probiert, ganz viele Jahre, das so. Und ich hatte da eine andere Motorisierung oder so in mir. Und nö, das geht aber nicht. Und das ist auch cool. Also da kommt es auch, glaube ich, gar nicht so drauf an. Also machen das auch nicht, um jetzt irgendwie groß nach außen zu kommen, sondern hauptsächlich halt für uns. So. Genau, ja. Das macht das ja auch, das ganze Projekt ja auch so sympathisch, finde ich. Und dass man es entdecken kann, dass man in euch noch eine Band hat, die kann man entdecken. Also die begegnet einen nicht auf der Zeil in Frankfurt. Das ist der Idealzustand, aber ich glaube, wir müssen trotzdem ein bisschen was da, ich meine, wenn man sich im Kanal, wir haben ja ein Lied, das spielt auch im Kanal und da läuft aber immer nur im Kanal rum, das spielen wir aber heute nicht. Und genau, also da, ich glaube, da sind wir auch ein bisschen gefragt, ein kleines bisschen noch uns auch sichtbar zu machen. Ja. Auf jeden Fall danke ich euch für diesen wunderbaren Einblick in das Quid-Universum, könnte man sagen, ne? Also Quid-Universum passt so ein bisschen, ja, diese Welt. Multiversum. Ja, oder Multiversum. Und ich wünsche euch ein total schönes Konzert heute und ihr da draußen einen Riesenapplaus für Quid! Yeah!